Äußerlich sieht man ihnen nichts an. Erst im Umgang lässt es sich schrittweise herausspüren. Es heißt, Bill Gates und Steven Spielberg haben es. Auch Mozart, Einstein und der Künstler Andy Warhol sollen es gehabt haben. Diese Menschen hier haben es sicher. Das Asperger-Syndrom. Für mich ist das Leben ein bisschen wie ein grosses Puzzle mit ganz vielen einzelnen Teilen. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann ist die Welt wie jedes Mal anders. Also ich muss eigentlich immer wieder von Neuem raus und alles zusammensetzen. Sie alle arbeiten in Stäfer am Zürichsee, in der Firma Asperger Informatik. Der normale Mensch hat 2.000 bis 3.000, einen Wortschatz von 2.000 bis 3.000 Wörtern. Also zum Goethe lesen muss man einen Wortschatz haben von 10.000. Das sind die wenigsten. Die meisten, die Goethe lesen, müssten es eigentlich gar nicht lesen. In dieser Firma hier können Sie Ihre spezielle Wahrnehmung und Art zu denken gewinnbringend einsetzen. Sie sind zuverlässig, systematisch und hochkonzentrationsfähig. Geführt wird die Firma von einer Frau. Chefin Susan Konzer hat einen überdurchschnittlichen IQ. Die 41-Jährige stellt bewusst nur Asperger ein. Bewerbungsschreiben und Zeugnisse sind für Susan in ihrem Betrieb nicht entscheidend. Ich schaue darauf, ob es eine ruhige Person ist, weil das für uns einfach total wichtig ist, um produktiv zu sein. Ich wollte da auch im Büro die Ruhe behalten. Mir ist ein Mitarbeiter, der fast gar nichts sagt, lieber als so eine Plaudertasche. Es stört mich. Also uns stört das nicht, wenn jemand nicht viel sagt. Ich kann auch gut mal mit jemandem zu Mittag essen, der eine halbe Stunde nichts sagt. Zu Hause. Die Firma macht Webdesign und testet Software. Für Asperger ist es wichtig, ihre Aufmerksamkeit bündeln zu können. Der Bildschirm eignet sich gut dafür. Schwierig wird es, wenn mehrere Dinge gleichzeitig ausgeführt werden müssen. Was wir nicht so haben, sind so Sitzungen, Teamsitzungen. Das haben wir eigentlich praktisch nicht. Wieso haben Sie das nicht? Weil es erstens für uns, oder nicht nur erstens, sondern vor allem sehr anstrengend für alle ist, ein Gespräch in der Gruppe, und man dann so viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu hören und richtig zu reagieren, dass man den Inhalt gar nicht wirklich, also den Sinn des Gesprächs gar nicht wirklich mitbekommt. Und da sind alle nachher alle ganz erschöpft. Unerschöpflich jedoch ist die Freude der Mitarbeiter an den Hunden der Chefin. Sie schätzen es, dass sich Tiere besser ihren Bedürfnissen anpassen können als Menschen. Die Vierbeiner sind fast immer in Susans Nähe. Geh auf den Platz. Geh auf den Platz, Falco. Wenn ich mal alt bin, dann möchte ich ein Hundeweisenheim. Ich kann den ganzen Tag mit den Hunden umschätzeln. So schön. Die Frage ist, fördert man durch so etwas nicht die unkontrollierte Zucht von Hunden hier in der Schweiz? Aber wenn man da einen Hund Asperger nehmen fast alles wörtlich, reagieren deshalb sehr sachbezogen, auch bei emotionalen Themen. Im reizarmen Rahmen kann der schüchtern wirkende Mike seine Stärken einbringen. Wie hier beim Lernen einer neuen Programmiersprache. Jetzt tut er gerade C-Sharp lernen, weil wir ihn etwas fördern wollen. Weil er tut extrem gut aufnehmen. Also er ist ein Musterlehrling. Das finde ich, aber das sind aber auch die Stärken jetzt beim Mike. Er hat extrem Geduld und Ausdauer. Ja, man kann ihm wirklich etwas geben und dann lernt er das und er lernt es richtig. Schafft total konzentriert, lässt sich nicht ablenken und nachher kann es dann auch wirklich. Auch Cassidy ist Meisterin im Fokussieren.
Außerhalb ihrer Familie spricht sie wenig. Ihre Stärke liegt im Visuellen, im Zeichnen. Cassidy liebt Manga-Comics, nutzt hier ihr Talent für Mitarbeiterporträts, kreiert Grafiken innerhalb weniger Minuten. Ich kann einfach alles, was so in meinem Kopf ist, kann ich einfach visuell darstellen. Das finde ich mega cool. Und besonders so Leute zeigen, wie, was alles in meinem Kopf ist, ist auch cool. Ist dein Kopf voller Bilder? Ja. Es kommt wie pro Sekunde ein neues Bild. Cassidys Schwäche ist das Telefonieren. Spontan auf Fragen zu antworten, kostet sie riesige Überwindung. Nebst der Ausbildung am Arbeitsplatz bietet Susan den beiden Lehrlingen auch Hilfe an, um sich im Alltag zurechtzufinden. Was für andere ein einfacher Gang zur Post ist, um einen Brief aufzugeben, wird für die beiden in vielerlei Hinsicht zur großen Herausforderung. Da müsst ihr ins Nümmerli nehmen. Asperger können Eindrücke nicht filtern. Gleichzeitig überall Puzzleteile, aber keinen Überblick. Dann kommt er rein, sieht sicher mal als erstes die Nummerli, sieht da die Nummern mit den Minuten, dann die Buchstaben, all die Ware, die es da halt hat, und hat gleichzeitig im Kopf, was ist das, was ist das, was ist das, was muss ich machen, wo muss ich hin? Das sieht er vielleicht gar nicht, das zum Nummerli ziehen. Ja. Werbung beim Ticketknopf verwirrt. Und es ist dann einfach gerade alles viel zu viel. Und dann gibt es so eine Blockade. Da bleibt man stehen und weiß nicht, was machen. Überall Farben und Hinweise, die nichts mit dem Auftrag der Post zu tun haben. Nämlich etwas von A nach B zu bringen. Eigentlich wüsste Mike, dass er auch bei einer Blockade fremde Leute um Hilfe fragen könnte. Man kommt es nicht mehr in den Sinn, oder denkt man daran. Man hat sich das Neue möglich fertig haben. Das ist mein einziger Gedanke. Ich tue alles ausblenden. Also ich bin dann so wie in meiner eigenen Welt. Ich schaue meistens am Boden schauen und nehme eigentlich fast nichts wahr, außer gerade die nächsten ein, zwei Schritte. Wirklich sicher fühlt man sich erst dann, wenn man den Ablauf für die verschiedenen Varianten wirklich intus hat. Solange immer noch etwas offen sein könnte, etwas Unvorhergesehenes kommen könnte, fühlt man sich noch nicht ganz sicher. Und das Unerwartete passiert. Oh nein, okay. Wer hat Geld für heute? Ich kann es reden. Oh, sonst könnte ich auch draussen. Ich kann es dir nachher gerade wieder geben. Ja. Danke. Ja. Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen vom Lehrling müssen Geld nehmen. Klar. Das habe ich gesehen. Das hat es ungefähr geklappt. Michaels analytische und systematische Denkweise ist beim Programmieren ein großer Vorteil. Sein Perfektionsdrang erschwert jedoch sein Sozialleben. Vermeintliche Fehler kann er nur schwer ertragen. Ganz triviale Fehler, also Fehler im zwischenmenschlichen Zusammenleben. Wenn ich mich irgendwie dumm verhalte, weil ich irgendetwas nicht verstehe, das ist bei mir eben durchaus so, dass ich vielleicht nicht Ironie, aber durchaus irgendwelche anderen Dinge nicht so richtig verstehe wie andere Menschen. Und gerade auf Gesichtsausdrücke nicht so reagieren kann, wie es vielleicht gewünscht ist vom Gegenüber. Das heißt, ich kann die Mimik eines Menschen nicht so gut lesen und brauche deshalb ein Feedback in Worten. Und das ist schon etwas schwierig teilweise.
Während der Arbeit muss sich Susan immer wieder kurz zurückziehen. Die geringste Nervosität blockiert sie. Oft geht dann gar nichts mehr. Also der Kameramann ist mir zu nahe, ja. Also jetzt geht's, aber vorher ist mir zu nahe, so kann ich nicht entspannen, ja. Physische Nähe ist schwierig für Susan. Das gibt dann einfach so eine körperliche Spannung und Fluchtgedanken, wollen weggehen. Und das mache ich auch intuitiv im Gespräch, wenn jemand kommt und mich so richtig packt beim Grüezi sagen und anzieht und nicht mehr loslässt. Dann gehe ich so etwas zurück. Es ist so eine Vergewaltigung. Du musst jetzt zuhören, was ich dir sagen kann. Du darfst dich mir nicht entziehen. Die Wahrnehmung von Aspergern ist nicht veränderbar. Doch das Sozialverhalten kann jederzeit verbessert werden. Vor 10 oder auch vor 15 Jahren war es wirklich so, dass ich eigentlich auch niemanden getroffen habe. Weil ich einfach nicht gewusst habe, weil die Blockaden dann ständig gekommen sind. Also ich konnte dann gar kein Gespräch führen. Dann hat mich der andere etwas gefragt. Dann haben wir abgemacht. Es ist gerade nach dem, dann mich etwas gefragt. Und dann, bis ich auch eine Antwort geben konnte, ist schon der Hauptgang gekommen. Das sind einfach so unangenehme Situationen. Und das habe ich dann überwunden, indem ich das einfach geübt habe. Über so Internetportal. Dann habe ich einfach 3 Monate lang jede Woche 3 Dates abgemacht und einfach gegangen. Am Anfang war es nicht ganz schlimm, dann ist es immer besser geworden. Ja. Susan spürt schon als Kind ihre Andersartigkeit, leidet aber nicht darunter. Denn ihr Vater und fast alle Geschwister sind auch Asperger. Schon früh faszinieren sie mathematisch beschreibbare Informationen. Als Wirtschaftsinformatikerin bringt sie es bis zur Geschäftsleiterin. Mit 35 gründet sie ihre eigene Firma. Arbeitsweg und Außenreize sind eine große Belastung. Vor 9 Monaten hat Susan deshalb Firmensitz und Wohnung zusammengelegt. Gewisse Sachen, die ich nicht kenne, die unbekannt sind, die lösen Angst aus und dann schiebe ich es einfach ganz lang vor mich her, bis es nicht mehr anders geht. Und der Notar ist jetzt so ein Fall. Ja. Jetzt kann sie die Anmeldung der Firma in Stäfa nicht länger hinauszögern. Susan steht unter großem Druck, obwohl sie sich nichts anmerken lässt. Auf dem Weg zum Notar lenkt sie sich ab mit einer Anekdote. Und ich habe erzählt, dass ich erst mit einem Mann abgemacht habe, dass wir dann 2 Stunden bei mir auf der Terrasse gesessen sind. Und nach 2 Stunden hat er mich gefragt, merkst du eigentlich nicht, dass ich mit dir flirte? Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich jetzt nicht gemerkt. Das sind so Sachen, die ich völlig einfach überhaupt nicht rausgekommen. Also, siehst du, das ist jetzt genau der Typ, wenn ich etwas erzähle, dann laufe ich völlig als falsche Norm. Hä, was haben wir jetzt gemacht? Wir müssen zu der Raiffeisenbank. Ah ja. In der Nähe der Bank befindet sich auch das Notariat. Hä? Ah, da. Gefunden. Susan hat ihre Unterlagen vorher eingeschickt. Dennoch ist der Amtsbesuch für sie eine beunruhigende Reise ins Ungewisse. Immer schwingt die Angst mit, auf ungewohnte Situationen nicht richtig reagieren zu können. Grüezi, ich habe mit dem Herrn Ritter einen Termin. Ja, bitte schön. Sie kommen vorbei wegen der generellen Statutenrevision der Asperger Informatik AG. Mhm. Sie haben mit der Statuten gemailt und ich habe es bearbeitet und mit den Urkunden hinein. Muss ich dann das einschicken oder sogar vorbeigehen? Das habe ich auch vorbereitet. Also ist das Buch schon angeschrieben. Ich könnte es nicht über den Briefkasten tun, beziehungsweise das Portal drauf. Jetzt bin ich total erleichtert. Jetzt bin ich legal in Stäfa und muss nicht immer Angst haben, dass die Polizei an der Tür läutet, weil ich da einen illegalen Firmensitz habe. Nein, total erleichtert, ja. Das war jetzt aber ein Witz mit der Polizei. Da haben Sie wirklich... Nein, habe ich wirklich Angst gehabt. Ja, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man da einfach eine illegale Firma in Stäfa hat, ja. Und
Unterdessen vertieft Anahita mit Roger ihr mathematisches Wissen. Logik liegt Aspergern. Von dieser milden Form von Autismus ist in der Schweiz etwa jeder Tausendste betroffen. Sachlicher Informationsaustausch bestimmt die Kommunikation der beiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit Asperger-Syndrom oder sonst einer autistischen Störung anpasst, ist relativ klein. Wenn er nachher einen Smalltalk oder sie Smalltalk oder so macht, ist das für ihn ein Theaterspiel. Das muss er sich aneignen, das muss er lernen, dann muss er sich zwingen, das zu machen. Das ist für ihn nur natürlich stört auch seine Produktivität usw. So wenn ich aber den Winkel brauche, zum Beispiel will wissen, ist der Winkel, wo sie gerade, ist sie parallel. Eine unverblümte, direkte Sprache, das ist für Asperger auch in Beziehungen unerlässlich. Man sagt halt wirklich, was man denkt. Und dann heisst es am Morgen nicht, ja, Schatz, du siehst schön aus, wenn der Partner halt findet, der Schatz sieht jetzt nicht schön aus. Dann heisst es halt, du siehst nicht gut aus. Und ich bin ein Mensch, der das sehr schätzt, weil ich finde, das ist ein Zeichen von Loyalität und von Verständnis und von, ja, vom höchsten Gut sozusagen, von Ehrlichkeit. Und ja, andere Menschen kommen mit dem wahrscheinlich weniger gut klar und werden dann traurig oder verletzt. Pascal Konzer ist Susans Ex-Mann. Gelegentlich kommt er zu Besuch und spaziert mit den Hunden. Susan und er sind Freunde geblieben. Eine Beziehung mit einem Asperger ist für Susan unvorstellbar. An Nicht-Autisten oder, wie sie sagt, Neurotypischen schätzt Susan vor allem eines. Dass ein Neurotypischer mehr oder weniger anpassungsfähig ist und sich meine Wünsche nach Nähe und Distanz kann anpassen. Pascal musste in einigem zurückstecken. Als nebenberuflicher DJ war er zu Hause beispielsweise oft gezwungen, auf Musik zu verzichten, weil die unruhige Umgebung für Susan schnell Stress bedeutete. Aber war seine Beziehung mit Susan sonst anders als mit jemandem ohne Asperger? Und wenn ja, inwiefern? Es sind so ein Sachen, die vielleicht dem Mann auch entgegenkommen. Wo eine Asperger-Frau Eigenschaften hat. Zum Beispiel? Zum Beispiel so typische Sachen, wo ein Mann nicht so daran denken muss, wie Geburtstag oder Valentinstag oder so. Dass die, ja, sagen wir mal, aufgezwungenen Sachen so ein bisschen, das hat es bei uns eigentlich nicht gegeben, dass das ein grosses Bedürfnis war von der Susan, dass man die Sachen berücksichtigt. Gar kein Bedürfnis. Oder gar kein Bedürfnis. Ja. Gar kein Bedürfnis. Und von dir auch nicht? Von mir auch nicht. Gut, du hast schon geschätzt, wenn er den Geburtstag nicht vergessen hat. Das, ja, oder auch eben so Sachen wie mit Heusägen und so, wo dann eher bei mir dann wieder Sachen ein bisschen komisch gefunden haben. Ich komme und sie sagen nicht Heu oder nicht Ciao oder geht einfach. Das war normal für mich, das war einfach komisch. Aber das hat doch einmal zu Konflikten geführt, dass ich die Sachen so direkt, auch bei der Familie und in der Gruppe, alles so direkt. Nach 5 Jahren sind die Differenzen doch zu gross geworden. Was ist anders gewesen? In einer Normalbeziehung? Ja, vielleicht weniger. Wir haben weniger unternommen. Weil ich dann halt auch so wenig spontan bin. Das ist dann nicht gegangen, dass er heimgekommen ist und gesagt hat, komm, jetzt tun wir noch das und das unternehmen. Das haben wir immer eine Woche vorher müssen anmelden. Und dann, und irgendwann ist es ihm dann auch zu blöd geworden. Ja. Ja. Und dann haben wir unsere Beziehung lebt halt von gemeinsamen Erlebnissen. Das Asperger-Syndrom ist eine angeborene Entwicklungsstörung. Für Susan ist es weder Krankheit noch schweres Schicksal. Die Diagnose war eine Erleichterung, hat ihr geholfen, ihr Anderssein zu verstehen, sich selbst zu finden. Sie pflegt einen natürlichen Umgang damit. Oft, dass, wenn ich sage, ich habe das Asperger-Syndrom, dann kommen so Sachen wie, ja, wir haben doch alle etwas. Oder,
Ich finde das auch nicht gut, wenn man Leute in Schubladen hineinstecken tut. Und ich finde es eben gut, wenn man etwas benennen kann. Und eigentlich ist, zeigt das, weil ich es ja überhaupt nicht bewerte. Wenn ein Sehbehinderter oder ein Blinder, der sagt, er sei blind, sagt man auch nicht, ja, wir haben doch alle irgendetwas. Das, ja, das ist so der andere nicht ernst nehmen. In Susan Konzers Firma können Menschen mit Asperger ihre herausragenden visuellen und analytischen Stärken nutzen und fördern. Andersartigkeit ist hier kein Hindernis, sondern eine Chance.